Rondaille. Nach Westen nichts als Atlantik. Ich stehe am Strand und lasse das Wasser meine Füße umspülen. In einigen Wochen hoffe ich, das weiter östlich wieder tun zu können. In Van Jules am Mittelmeer. 412 Kilometer Luftlinie entfernt. Dazwischen liegen die Pyrenäen, die ich von West nach Ost überschreiten will, zu Fuß. Und dadurch werden aus den 412 Kilometern über 750. Im Baskenland wechselt der Weg mehrmals zwischen Frankreich und Spanien. In Roncesvalles kreuze ich den Jakobsweg und mit dem Pic d'Orhy überschreite ich erstmal die 2000 Meter. Es ist Donnerstag, der 2. September 2021. Die Hauptsaison ist vorbei und ich hoffe, ohne übermäßigen Rummel und vor den ersten Schneefällen im Laufe des Oktobers am Mittelmeer anzukommen. Doch zunächst muss ich durchs Baskenland. Grüne Hügel und Farmheiden, anfangs auch noch asphaltierte Wege und zweisprachige Straßenschilder prägen mein Bild dieses Landstrichs, der gerne eine Nation sein möchte. Drei Fernwanderwege führen über die Pyrenäen. Der GR10 auf französischer Seite, der GR11 auf der spanischen und die HRP, die Haute Randonnée Pyrénéenne oder Pyrenäen-Haute Route, die sich an den höchsten Höhen des Gebirges orientiert. Ihr werde ich mehr oder weniger folgen. Nach einer stürmischen Gewitternacht geht es am Morgen neblig weiter. Am Col de l'Izarrieta gönne ich mir einen Kaffee, bevor ich erneut in Fahne und Hügel und Fahne eintauche. Abwechslung bieten Schafe, Kühe, Pferde und Bunker aus der Franco-Ära. Genehmige ich mir eine kleine Pension, wo ich das Zelt trocknen und meinen Muskelkater pflegen kann. Und der hat es heute in sich. Da werde ich auch morgen noch was von haben. Am Morgen ist es noch etwas neblig, aber bald schon kämpft sich die Sonne durch den Dunst. Ich treffe die vier Belgier wieder, die ich gestern schon bei einer Pause kennengelernt hatte, und wir laufen ein Stück gemeinsam. Die Route verläuft über Schotterwege, geht über Weidezäune und immer wieder durch Farnheiden. Und nach wie vor treffe ich immer wieder Nutztiere, die hier frei herumlaufen. In Aldudes halte ich eine längere Mittagspause und kann auch meine Wasserflaschen auffüllen. Die Sonne hat sich jetzt durchgesetzt und knallt ganz ordentlich. Mit dem E-Roller erreiche ich den höchsten Punkt des heutigen Tages, bevor ich am Col de Teilari einen Zeltspot mit einer wunderschönen Aussicht erreiche, der mich auch noch mit dem schönsten Sonnenuntergang der ersten Tage belohnt. So toll dieser Platz auch ist, eins habe ich nicht bedacht. Und das sind die Winde, die ab 3 Uhr vom Tal hochzogen und mich nachts nochmal aufgescheucht haben, um die Sturmleinen abzuspannen. Morgens war es dann so stürmisch, dass ich in aller Eile abbauen musste, bevor das Zelt eingedrückt wird. Aber jetzt bin ich wieder unterwegs. Heute wird es auch nicht so lang, da ich nur bis Roncesvalles laufen will, das vor allem als Pilgerstation auf dem Jakobsweg bekannt ist.
Außerdem schmerzen meine Waden, sodass ein bisschen Pause nicht verkehrt ist. Von Roncesvalles aus steige ich 400 Höhenmeter durch einen stillen und kühlen Buchenwald hoch zum Bourigeta. Und hier ist die Ruhe auch schon vorbei. Laufend kommen jetzt Leute entgegen mit einem fröhlichen Buen Camino auf den Lippen, zu Fuß oder auch mit dem Rad. 4,5 Kilometer weit geht das so bis zur Rolandsquelle, wo ich mal wieder meine Wasserflaschen auffülle und dann nach Osten abbiege, um wieder alleine zu sein. Nachmittag treffe ich die Belgier wieder, bevor ich mich auf den schweißtreibenden und nahezu weglosen Aufstieg über Grashänge zum Col de Rozate mache und einige Kilometer weiter in Neckesegina oder Egergui, im Baskenland gibt es häufig mehrere Namen für einen und denselben Ort, mein Zelt an einem Bach aufschlagen kann. Teils weglos geht es heute zum Col Dorate hinauf und ziemlich stürmisch ist es auch. Da es morgen gewittern soll, wollte ich eigentlich heute schon über den Pic d'Oie laufen, aber bei dem Wind würde ich da oben wegfliegen. Nur nicht so elegant wie die Geier, die über dem Col in der Luft schweben, als wäre das eine ihrer leichtesten Übungen. So laufe ich bis Irati, einem großen Ferienkomplex mit Chalets und Einkaufscenter, wo ich auch mein Keks- und Schokoladendepot auffüllen kann. Ich übernachte in einem Gîte d'Étape und habe Zeit, meine Waden zu pflegen. Wobei, es ist wohl eher die Achillessehne, die mich seit nunmehr 3 Tagen quält. Und das mittlerweile so heftig, dass ich langsam ans Aufgeben denke. Aber nach viel Dehnen und einer Ibuprofen geht es erst einmal wieder. Ich stehe früh auf, damit ich bis 11 Uhr auf dem Pic d'Oie sein kann. Die Gewitter sind zwar abgesagt, aber ab 12 Uhr ist Regen angekündigt. Ein herrlicher Sonnenaufgang begleitet mich. Und dann sind sie auf einmal da. Dutzende von Gänsegeiern nutzen den morgendlichen Aufwind und lassen sich ohne einen einzigen Flügelschlag in die Höhe treiben. Ich kann gar nicht anders als zu stehen und zu schauen, Fotos zu machen, zu stehen und zu schauen. Als am Saspigain dann auch noch einige Bartgeier direkt unter mir ihre Thermik suchen, kann ich mein Glück kaum fassen. Das ist dermaßen beeindruckend, dass mir einfach die Worte fehlen. Es geht wieder einmal neblig los, aber beim Aufstieg zum Grenzkamm setzt sich die Sonne behutsam durch. Mein Ziel heute ist das Refugio Bellagua. Und über die Porte Belle Haye sehe ich meine Freunde wieder kreisen, noch mehr als gestern. Und wie ich näher komme, sehe ich, dass sie alle zum selben Ort fliegen. Offenbar haben sie dort Aas gefunden.
Ich komme so nah heran, dass ich diese heiße Schlacht am kalten Buffet mit der Kamera einfangen kann. Irgendwann reiße ich mich wieder los, um die letzten Kilometer zum Bellagua zu laufen. Meine angeschlagene Ferse macht mir mittlerweile doch ziemlich zu schaffen. Immerhin habe ich den Blackroll-Ball eingepackt, mit dem ich die offenbar verhärteten Muskeln einigermaßen lockern kann. Bei verhaltener Morgensonne taucht der Weg bald in einen Buchenwald ein, der einer Karstlandschaft mit Kiefern weicht, bis die Vegetation mit zunehmender Höhe fast ganz verschwindet. Nach dem Col d'Agny geht es hinab zur Source de Marmitou. Mit mittlerweile wieder schmerzenden Fersen mache ich am Ende eines steilen Waldabstiegs und am Fuß eines kleinen Wasserfalls nochmal eine Pause, ziehe Schuhe und Socken aus und kühle die Füße im Wasser. Ich bin 5 Kilometer vor Lescun. Der erste Abschnitt der Tour, 165 Kilometer, also rund ein Fünftel der Strecke, ist geschafft. Eigentlich sollte das ein Grund für Hochgefühle sein. Aber stattdessen macht sich die Erkenntnis breit, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich humple nach Lescun hinunter. Gehen kann man das nicht mehr nennen. So ein Mist.